Etwa 20 Kilometer von hier haben wir eine Niederlassung, ein Kloster. Nach Kaltental? Bitte nicht. Sie werden Schwester Felicitas zur Seite stehen. Ich habe das alles arrangiert und man erwartet Sie. Wie heißt es so schön? Vorbeugen ist besser als heilen, ne? Entschuldigen Sie, aber ich benötige dringend einen Arzt. Du hast Besuch. Was? Entschuldigen Sie die Störung. Also alles, was recht ist, Schwester. Aber nur, weil Sie hier in Ihrem Kostüm herumlaufen, berechtigt Sie das noch lange nicht, sich wie die Axt im Walde zu benehmen. Das ist doch an und für sich nicht meine Art. Aber die Angelegenheit duldet keinen Aufschub. Unser Kloster soll aufgelöst werden? Im Rathaus beim Bürgermeister hängen zumindest Pläne für den Umbau in ein Kongresszentrum. Das Kongresszentrum soll gebaut werden. Dafür sind wir auch. Jawohl. Mit einer kleinen Variante allerdings. Wir werden bauen. Wie bitte? Jetzt verstehe ich. Sie hebeln Ihre Schwester Lotte auf den Bürgermeistersessel und dann wird die Gemeinde abgezockt, der Strich. Bürgermeistersessel? Ja, ich bin's, Frau Lange. Rufen Sie bei der Polizei an, erstatten Sie Anzeige gegen diese wild gewordene Nonne. Ja, wo? Bei mir zu Hause, ja? Herr Wöller, es scheint Ihnen entgangen zu sein, dass Sie die Wahl verloren haben. Sie sind nicht mehr Vorsitzender, also bitte setzen Sie sich und warten Sie darauf, dass Ihnen das Wort erteilt wird. Der Kaufvertrag ist unterschrieben und eine Rücktrittsklausel gibt es nicht. Sie haben den lieben Gott vergessen. So wie es aussieht, eine Grabstelle aus der frühen Steinzeit. Das ist Blödsinn. Nächste Woche müssen die Nonnen ausziehen, ja? Ich habe Ihnen das Denkmalamt auf den Hals gehetzt. Hier wohnt doch ein Mann. Er wird's überleben. Du hast den Wöller gar nicht gefragt, oder? Nein. Ich hoffe, Sie mögen Rosa. Seit wann waschen Sie denn meine weiße Unterwäsche mit Buntwäsche? Was hat er denn? Eine Krise? Hold it, fellas. You're just incarnate. Yeah, that's better. Hello there. Here she comes. Here comes that girl again. One of the cutest since I don't know when. She don't notice me when I pass. She's going with the guys from out of my class. But that can't stop me from my thinking to myself. She's so fine looking, man. She's something else. Look at there. Across the street. There's a car built just for me. And the car will be a luxury. But right now I can afford the gas. A brand new convertible is out of my class. But that can't stop me from my thinking to myself. The car's fine looking, man. Well, it's something else. Was? Ja, spinnt denn der? Hier ist nicht Hollywood, hier ist Kaltental. Trotzdem. Ich weiß, wer unsere Dorfdisco mit Stoff versorgt. Unsere geschäftstüchtigen Nonnen. Das ist ja hochprozentiger Stoff. Der Schnaps der Nonnen ist nach dem Lebensmittelgesetz zum Verzehr nicht genehmigt. Also werden wir doch ein Gegengutachten in Auftrag geben müssen. Du unerreichbares göttliches Wesen. Ja, das hat was. Schlägt unter deiner schwarzen Kutte auch ein heißes Herz? Die Sache mit dem Brief, ja, da war ich nicht zurechnungsfähig. Nicht zurechnungsfähig? Aha. Also geben Sie mir den Brief und wir vergessen das Ganze. Welchen Brief? I'm nothing special, in fact. I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing. 'Cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who could live without it? I ask in all honesty. What would life be? Forgive.
fährt weg. Na wunderbar. Für immer. Halt! Schwester Hanna aus Berlin. Ja, etwas dagegen? Süß, gell? Sie sind der Bürgermeister? Ja, wenn Sie nichts dagegen haben. Ich bin Hanna Jacobi und ich werde Schwester Lotte in ihrer Abwesenheit vertreten. Keiner kann Schwester Lotte vertreten. Irgendetwas stimmt nicht mit mir. Sexuell meine ich. Also, wie können Sie es sich erklären, dass ich mich ausgerechnet immer in Nonnen verliebe? Schwester Hanna, ich liebe Sie. Ach, jedenfalls, so kann das nicht mehr weitergehen. Und da habe ich mir gedacht, es müsste doch zu machen sein, wenn wir beide es geschickt einfädeln. Eine Frau suchen? Ich bin jetzt hier beim Fenster. Oh Gott. War die Dame? Ja, ich verstehe sie auch nicht. In der letzten Zeit werde ich dauernd von irgendwelchen Frauen angemacht. Ich wollte sie auch unbedingt kennenlernen und ihnen vielleicht ein paar Tipps geben. Wie man mit Männern umgeht, oder was? Ich habe die Frau meines Lebens gefunden. Das freut mich für Sie. Ja, ja, halt, halt, halt. Ich habe doch nur ein kleines Problem, Chen. Chen? Sie müssen mir Tango beibringen. Ich? Ja, wer sonst? Sommertag, voll Siegenduft auf allen Wegen. Blau strahlt das Himmelszelt. Und sein Menschen schreiten, Hand in Hand durchreiten. Ist was los? Hermann, tu deine Pflicht. Nichts tue ich lieber. Wir es ja schon. Der Teufel. Herr Wanner, Vorsicht! Der Schatz ist genau hier, wo ich stehe. Oh. Das ist sicher nicht das, was der Herr Wöller erwartet hat. Der Freizeitpark Kaltental wird gebaut. Allerdings will Ihre Mutter Obrin, dass er hier auf ihrem Gelände gebaut wird. Was? Hm? Bitte, Mutter. Lassen Sie den Herrn Wöller das Geschäft mit dem Freizeitpark machen. Mit dem Geld, was wir für diese Bibel bekommen, sind die Probleme unseres Ordens für lange Zeit gelöst. Eine Gutenberg-Bibel. Und die ist mindestens so viel wert wie das gesamte Kloster. Und dann... Und dann? Erzählen Sie ruhig weiter. Ich bin ganz Ohr. Treiben Sie es nicht zu weit, Herr Wöller, sonst... Sonst? Hauen Sie mir eine runter? Genau. Einmal das, was ich Ihnen sage. Sie reisen morgen ab. Wohin ist mir egal. Ich wollte dich etwas bitten. Ich will nicht allein sterben. Ich habe mich in Sie verliebt, Herr Rickenbacher. Die Liebe. Zuerst ist man im Himmel und dann kommt das Fegefeuer. Ja, Sie sind ja ein richtiger Draufgänger. Ein Mann muss wissen, was er will. Meine Scheidung ist endlich durch. Stolpe, doch nicht etwa wegen mir. Ich gehe wieder nach Hause, Hanna. Ich habe Heimweh. Ich will nicht nach Hause. Ich will bei dir bleiben. Warum bist denn du damals nicht mit mir mit? Weil ich deinen wunderbaren, lieben Brief erst heute Morgen erhalten habe. Wie sagt Papa zu mir? Bitte lassen Sie mich bleiben, Schwester. Aber Sie haben doch gehört. Kloster Kaltental wird es bald nicht mehr geben. Tut mir leid, Exzellenz. Da sind Sie nicht auf dem neuesten Stand. Ach, und was ist der neueste Stand? Wollen Sie in meiner Liebfrauenkirche eine Einkaufspassage bauen? Das Kloster bleibt. Und Sie auch. Wie haben Sie das geschafft? Erpressung, ganz einfach. Gemeine, hinterhältige, verlogene Erpressung. Abgemacht. Abgemacht.